Willkommen, meine Damen und Herren, beim öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag. Anlässlich des heutigen Faschingsdienstags haben wir uns zu kontrolliertem Frohsinn entschlossen. Andreas Altmann war anno 1980 ein gefragter Schauspieler. Dann warf er alles hin und begann, bis heute handy- und fernsehfrei, die Welt zu bereisen. Von den zugehörigen Reportagen lebt er bis heute. Der bedeutende Philosoph und Schriftsteller Franz Schuh unterzieht in seinem Buch Fortuna den Glücksbegriff einer kritischen Begutachtung. Ernie Mangold ist vor kurzem 90 Jahre alt geworden. Sie in Ruhe zu lassen, wie uns der Titel ihrer neu aufgelegten Biografie nahelegt, kommt für uns definitiv nicht in Frage. Und der Schriftsteller Radek Knapp ist mit einem wundersamen Entwicklungsroman bei mir. Und ich konfrontiere Sie meuchlings mit 5 Buchneuheiten. Eine von ihnen sollten Sie allerdings mit Humor nehmen. Die große Heimkehr. Anna Kim. Erschienen bei Suhrkamp. Zu haben um 24,70 €. Die österreichische Meistererzählerin arbeitet sich in die Geschichte ihres Herkunftslandes vor, dessen nördliche Hälfte heute zur Weltkarikatur erniedrigt ist. Eine junge, von Deutschen adoptierte Koreanerin sucht in Seoul die Spur ihrer Mutter. Sie findet sich in einem verstörenden und betörenden Geschichts- und Gefühlspanorama wieder. Großartig. Der Lärm der Zeit. Julian Barnes. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Zu haben um 20,60 €. Der Brite ist ein genialer Porträtist, wie seine Romane über Flaubert und Conan Doyle beweisen. Im aktuellen Roman bringt er die Tragödie des von Stalin kujonierten und korrumpierten Komponisten Schostakowitsch zu fantastischer Plastizität. Elefant. Martin Suter. Erschienen bei Diogenes. Zu haben um 24,70 €. Amüsant, schwerelos und tiefsinnig fabuliert sich der Schweizer ins Zwischenreich von Esoterik und Genetik. Ist der winzige, rosarot leuchtende Dickhäuter, der sich in der Höhle eines Obdachlosen materialisiert, ein Wunder oder eine Entgleisung der Medizin? Goodbye, Moskau. Wladimir Kamina. Erschienen bei Goldmann. Zu haben um 13,40 €. Zum 100. Jahrestag der Oktoberrevolution fabuliert sich der in Berlin lebende Großironiker in die Absonderlichkeiten der alten Heimat. Surrealistische Protokolle aus dem postsowjetischen Ministerium für außergewöhnliche Umstände. Kleinapokalypsen aus Putins Parallelwelten. Verheimlicht, vertuscht, vergessen. Gerhard Wischnewski. Erschienen bei Kopp. Zu haben um 15,40 €. Wisniewski war einmal ein angesehener Journalist. Das macht seinen Abstieg ins Hetz- und Verschwörungsprogramm des Kopp-Verlags umso bestürzender. Die englische Abgeordnete Jo Cox wurde von ihrer eigenen Fraktion getötet, um die Abstimmung über den Brexit zu beeinflussen. Die beim German Wings Absturz ermordeten Schulmädchen wurden in Wahrheit von Satanisten entführt. 270 Seiten Spekulationsparanoia zum Weltgeschehen. Fast zu widerlich für mein Tischbein. So, und da geht jetzt die Verschwörungshölle los. Meine Damen und Herren, in seiner Jugend trampte Andreas Altmann durch Europa, brach das Psychologie- und Jus-Studium ab, zog das Schauspielstudium am Mozarteum durch und etablierte sich im Beruf, bis es ihn wieder in die Welt getrieben und er 20 Bücher geschrieben hat. Im Aktuellen bietet er nichts Geringeres an als eine Gebrauchsanweisung für das Leben. Und wer könnte die nicht gebrauchen? Herr Altmann, wie schön, Sie bei mir zu haben. Herr Sikowski. Dürfte ich höflich bitten, sich dort in die Ecke zu bemühen? Sie nehmen den interessanten Weg ja, heute. Ja, den kurzen Weg. Sehr interessant. Bitte schön. Was trinken Sie denn? Rotwein? Ich hätte einen Chianti, ich hätte einen Zweigel, ich hätte aber auch Rivella. Nein, meine Mutter hat gesagt, unter fremden Leuten keinen Rotwein. Ich trinke einfach das Wasser. Das war's so. Bitte schön. Na, und was sagen Sie, was der Oskar Stocker Ihnen entlockt hat? Ein wilder, freier Häuptling, ein Einsamer oder sowas? Ich dachte zuerst, das ist ein Wiener Boxer gewesen, irgendwie, aber das ist, ja. Ja, das ist,
Ja, das bin ich. Okay, gut. Also Wiener Boxer gab es nur einen gewissen Orsolitsch, der war aber intellektuell nicht auf der Höhe. Also mit dem möchte ich Sie jetzt nicht verglichen haben. Lieber Herr Altmann, Gebrauchsanweisung für das Leben. Was würden Sie denn da empfehlen? Ich empfehle einen Satz von Charles Bukowski, einem stadtbekannten Lyriker aus Amerika, der sagte, mich erstaunt immer, wie mühelos den Leuten ihr Leben misslingt. Das ist natürlich ein giftiger Satz. Mhm. Ich denke mir, dass ich bin natürlich ein Schandmaul und wer gibt mir das Recht, Leuten in den Hintern zu treten? Mhm. Aber ich denke mir, wenn ich so den Leuten zuschaue, ganz egal, wo ich bin auf der Welt, wie sie denken, dass sie ewig leben, dass ihr Leben vergehen, dass sie das nicht wissen, dass sie trödeln, dass sie sich mit Zeit-Totschlagmaschinerien umgeben. Heute sage ich wieder, die ganze Zeit, anstatt dass er das schöne Österreich anschaut, und tattelt er rum mit seinem Ding. Also er ist nicht da, er ist nicht anwesend. Und so ein Buch soll einfach ein bisschen die Leute dazu bringen, dass sie daran denken, dass, wie ein großer Sohn Österreichs sagte, Karl Kraus, gibt es ein Leben vor dem Tod. Mhm. Und die meisten Leute schwatzen von einem Leben nach dem Tod, anstatt dass sie sich darum kümmern, dass sie ein Leben vor dem Tod haben. Geht es da auch um Beschleunigung, dass man ein bisschen mehr Gas gibt im Leben, um das hässliche Wort zu gebrauchen? Ja gut, ich glaube nicht, dass Intensität immer auch mit Geschwindigkeit zu tun hat, aber ein bisschen mehr, wenn ich mir so 20-jährige Schnarchsäcke ansaue, die schon mittags im Zug die ganze Zeit durchschnarchen. Ja. Ich war kurz in Krakau und dann bin ich in das Hotel, im Frühstücksraum, und dann war links ein Ehepaar, den hat man die Misere einer 30-jährigen Ehe angesehen. Die haben es geschafft, das gesamte Frühstück kein Wort miteinander zu reden. Dann kamen zwei Junge, die saßen dann neben mir, die hatten ihr Handy dabei. Die haben auch nicht miteinander geredet, die haben nur ihr Handy angeschaut. Und dann kam, und ich war richtig gerührt, dann kam noch mal ein Paar, die waren so im Mittelalter, 30, 40 vielleicht. Und die hatten Zeitungen dabei und die haben sich gegenseitig vorgelesen, die haben teilgenommen an der Welt. Ja, so stelle ich mir das vor. Also vier waren schon tot. Also ich habe beobachtet und zwei waren da, die haben teilgenommen. Sie haben wirklich kein Handy? Das ist gut, das Wort wirklich mag ich, weil die Leute denken, ja, der doch heimlich dann doch, jetzt macht er auf Nicht-Handy. Ja. Nein, ich denke, und der Satz ist jetzt, es gibt ja so eine Bescheidenheit, die auch eitel ist, aber die ist nicht, ich sage es wirklich so, ich glaube, das, was ich zu sagen habe, darauf kann jetzt Deutschland warten, bis ich irgendein Internet finde und in Computer was hineinschreibe. Also es muss Deutschland und Österreich oder wie auch immer nicht sofort wissen, was ich denke. Na ja, sicher. Sie schreiben, das Leben will geliebt werden, sonst bekommt man ein Scheißleben. Hat es Momente gegeben, in denen Sie es nicht geliebt haben, und war es dann ein Scheißleben? Na gut, wir haben alle unsere Perioden von Scheißleben. Die Frage ist ja nur, was mache ich mit der Scheiße? Gehe ich unter, ersticke ich daran, oder habe ich irgendwie, so interpretiere ich es in meinem Fall, irgend so eine Kraft in mir, die auf Biegen und Brechen leben wollte und nicht zerbrechen an meiner eher anstrengenden Jugend. Also das ist ja kein Verdienst, das ist halt, ich denke, das ist genetisch. Die einen haben es und die anderen, ich kenne Leute, die haben viel mehr Talent als ich und die kommen nicht auf die Beine, die haben irgendetwas hindert sie. Ich habe ja auch in diesem Zen-Kloster in Japan gelebt und da gibt es ja eine ganz brutale Disziplin. Und dieses, ich glaube, dass Disziplin, als Deutscher darf man das vielleicht nicht so laut sagen. Ja, immer was Faschistoides. Ja, genau. Aber so eine eigene, selbst auferlegte Klarheit, die hilft einem wahnsinnig im Leben, weil man sich dann auf sich verlassen kann. Ich mache das jetzt, ich will Spanisch lernen, also mache ich was. Unendlich viele Leute wollen Spanisch lernen, aber sie wollen nichts dafür tun. Ich weiß, Spanisch lernen hat einen Preis, also investiere ich. Und das gibt mir eine gewisse Kraft, weil ich mich dann auf mich selber verlassen kann. Mhm. Jetzt schreiben Sie hier, Sie wollten selber niemals Vater werden. Sie haben gerade von einer unangenehmen Jugend gesprochen, um sozusagen diesen gewalttätigen Vater nicht womöglich reproduzieren zu müssen in Ihrer eigenen Biografie. Jetzt frage ich Sie, wäre es nicht Zeit, das Ganze zu exorzieren, diese Vergangenheit zu exkulpieren und vielleicht doch Vater zu werden und es besser zu machen? Also ich glaube, es gibt Leute, die mir dann geschrieben haben, ich habe sehr viele Mails damals auf dieses Buch bekommen, die ging es noch viel dreckiger. Frauen, die von ihrem Vater vergewaltigt wurden, von ihren Brüdern. Also, da war ja mein Leben noch ein SOS-Kinderdorf. Ich glaube nicht, dass ich nicht Vater geworden bin, weil ich das nicht reproduzieren
wollte, das, was mein Vater gemacht hat, so wie Frauen, die von ihrem Vater geschlagen werden, sich dann einen Mann suchen, der sie wieder verprügelt und ihr nachts in die Fresse haut. Nein, ich glaube, ich war so zerstört, auch psychosomatisch. Ich hatte ja so viele somatische Schäden durch diese Erziehung, auch durch die Pfaffen natürlich und die Lehrer und so, dass ich so mit mir beschäftigt war. Auch diese Therapien, dass da gar keine Kraft war für einen anderen Menschen. Und für einen anderen Menschen brauche ich ja unheimlich Liebe. Wenn ich ihn schon in die Welt bringe, dann muss ich ihn ja bedingungslos lieben. Und das hatte ich nicht. Auch meine Geschwister haben das nicht. Wir haben alle keine Kinder. Also das Alpengeschlecht, eine gute Nachricht für Deutschland, wird aussterben. Also das wird nichts werden. Und jetzt gar nicht. Nein, ich liebe das, dass ich so frei bin. Ich bin gern. Nein, das bereue ich nicht. Ich mag Kinder. Und es kommt eine Stelle in dem Buch vor, ein ganzes Kapitel heißt ja Kindheit. Aber als Vater wäre ich eine Katastrophe. Nicht prügeln. Ich hätte die Geduld halt nicht. Ich hätte dieses wirklich Zeit haben für jemanden nicht. Interessantes Stichwort haben Sie mit der Religion gerade gebracht. Sie sind Atheist, schreiben Sie. Religionen sind ein Instrument der Unterdrückung. Gerade kommt, nachdem wir uns von der einen Religion mit einer gewissen Mühe halbwegs entledigt haben, kommt jetzt die nächste, die auch wieder ein bisschen Richtung Mittelalter tendiert. Sie wissen vermutlich, was ich meine. Wie stehen Sie denn da dazu? Also wenn wir von den Verheerungen der Religion reden, dann meinen wir ja natürlich die beiden großen Monotheismen. Ja. Buddhismus ist ja streng genommen keine Religion, weil es ja keinen Gott gibt. Der Hinduismus ist, der ist lustig. Der ist, ja, klar, ich habe nun mal den Katholizismus von der Pike auf gelernt. Ich war in einem kindermissbrauchenden Kaff Altötting aufgewachsen. Kinderprügelnden Kaff, die ganzen Pfaffen, die natürlich der verlorene Krieg, die Wut über den verlorenen Krieg, die Wut über das Zölibat, die Wut, keine Frau anrühren zu dürfen, die Wut über das Sündenleben und so weiter. Ich glaube einfach, dass ich ein freier, also freierer, ich bin ja schon wirklich frei, ein freierer Mensch, ein selbstverantwortlicher Mensch sein möchte. Und ich möchte einen anderen stadtbekannten Schriftsteller, Wissenschaftler, Herrn Freud zitieren, der ja Religion interpretiert im Sinne von, dass die Leute einen Vater brauchen. Du brauchst einen Übervater. Mhm. Allein geht nicht. Du kannst allein nicht. Du tust das nicht, weil du jemanden brauchst. Er meint es natürlich ironisch. Freud, und das darf ich mit dem Genie teilen, war ebenfalls Atheist. Mhm. Es ist einfach eine Tablette, eine Droge, ein Ding, um das Unglück auszuhalten, dass ich vergehen werde. Das ist, sie drücken mir eine Kugel in den Kopf und dann ist es vorbei. Ich werde nicht die Leier spielen, wie ich es als Kind gelernt habe, neben dem Herrgott sitzen. Ich werde auch nicht als dreibeiniger Hund in Liesing wiedergeboren werden, sondern dann werde ich verbrannt, ich möchte verbrannt und nun gehe ich. Mhm. Dann Energie vergeht ja nicht, dann gehe ich in den Weltraum mit dem Ding und damit hat sich's ja. Damit hat sich's ja. Und das halten viele Menschen nicht aus. Das gilt für alle Religionen, gilt für den Islam auch erheblich. Es ist ja immer so, du tust nicht das, was du selber erkannt hast, sondern ich erinnere mich, bei einer Australienreise habe ich einen, im Radio höre ich einen jüdischen Australier, einen, der geflohen ist, der drei feinste KZ-Adressen überlebt hat und dort Schriftsteller wurde. Und da dachte ich, den muss ich unbedingt treffen. Und er wurde auch in einem Interview gefragt, ob er die Deutschen hasst. Sagt er, sicher nicht, schon gar nicht die Nachgeborenen. Und ich treffe ihn und der Mann war 85 schon und er war gerade am neuen Buch schreiben und er hat mir 2 Stunden seines Lebens geschenkt. Und ich frage ihn am Schluss, was würden Sie der Jugend mitgeben? Und dann sagt er, think for yourself. Denk für dich und blöke nicht nach, was dir 2000 Jahre lang. Und er sagt ja auch in unserer Baracke, irgendwann haben auch die Dümmsten kapiert, wir haben keinen Gott. Wir sind allein und wir müssen uns helfen. Und der Brecht, diesmal ein deutscher großer Sohn, sagt eben, das Schicksal des Menschen ist der Mensch. Uns geht es uns schlecht, weil andere Menschen böse oder gemein zu uns sind. Und wenn andere Menschen uns lieben, dann geht es gut. Es geht uns nicht schlecht, weil der liebe Gott uns nicht liebt. Sondern weil andere Menschen nicht da sind. Und deswegen haben wir nur uns allein. Haben Sie in Altötting, Gott bewahr, auch irgendwelche Missbrauchs- oder Misshandlungserfahrungen gemacht? Misshandlung, ja, klar. Ja. Klar, richtige Gewalt. Da war ja damals... Ich möchte jetzt ganz kurz ein Beispiel, wir waren 9 Jahre und der Pfarrer verteilt im Religionsunterricht so ein Bild, wo man vorne sieht, so eine hübsche, dezente, man erkennt es, eine Frau
Und er wollte uns damals zeigen, dass die Frau die Ursünde ist. Eva bringt das Unglück über die Welt. Und dann mussten wir es umdrehen. Das war wie so ein Türchen, wie so ein Adventskalender. Und dann machten wir es auf und da kamen die Spinnen, Schlangen und Kröten raus. Und sagte, so ist die Frau wirklich hinten. Und meine Generation ist so aufgewachsen, so ist die Frau, das Böse. Klar, weil diese ganze verkorkste Sexualität ist ja klar, dass diese armen... Na was denn? Ja, woher soll es denn kommen? Ja? Die sind nicht als Monster auf die Welt gekommen, sie wurden so, weil sie natürlich gelitten haben, weil sie keine Frau anfassen durften, keine Zärtlichkeit, nichts hatten, also musste die Wut irgendwo hin. Ja. Dann reden wir jetzt über das Glück, aber dazu holen wir den Franz Schuh. Bitte mengen Sie sich weiter ins Gespräch, wenn ich bitten darf. Danke. Meine Damen und Herren, am Begriff des Glücks arbeiten sich Philosophen wie Politiker mit durchwachsenem Erfolg ab. Der Schriftsteller und Philosoph Franz Schuh spürt ihm via Ö1 im Magazin des Glücks nach. Zum bevorstehenden 70er konzentriert er seine einschlägigen Erfahrungen im Buch Fortuna. Bin glücklich, dass er bei mir ist. Im literarischen Verhör Franz Schuh. Herr Schuh, welchen Philosophen hätten Sie gerne persönlich kennengelernt? Also ich denke Plato, weil der hat irgendwie so etwas erfunden wie die existenzielle Dialektik. Also ein System von Widersprüchen, wo Menschen leibhaftig anwesend sind. Sind Sie ein disziplinierter Mensch? Ich bin auf eine undisziplinierte Weise diszipliniert. Das ist ein häufig bei Schülern vorkommender Widerspruch. Wenn es sein muss, beginnt eine Disziplin einzurasten. Aber die Ideologie, dass es jetzt eh noch nicht sein muss, ist ebenso stark vorhanden. Wen lieben Sie? Das ist eine Frage, bei der ich zurückzucke und sage, eigentlich geht es niemandem was an. Philosophen, die humorvolle Menschen sind, gibt's die? Ich denke, alle Philosophen haben so etwas, man müsste darüber reden, was das ist, Humor, aber haben so etwas wie Humor. Wie endet ein schöner Tag für Sie? In Ruhe, in absoluter Ruhe, an einem Fluss. Und es ist auch gut, wenn die Schönheit, die immer noch was Aufregendes hat, zu Ende geht und verfließt. Ruhe kann ich Ihnen jetzt keine gönnen, denn Sie müssen jetzt zu Heinz Sichrowski weiterschreiten. Danke. Danke Ihnen. Servus, Franz. Schön, dass du Servus. Da bist. Was trinkst du denn? Einen Rotwein vielleicht? Einen Rotwein, was, ja. Ein Zweigelt oder ein Chianti? Chianti. Kommt schon. Aber bitte wenig. Aber sicher. Na, das ist der Zweigelt. Andere. Siehst du? Sozusagen eingefahren. Meine Seele, das ist ja wieder was. Da geht's wieder ab. Sag einmal, dein Buch Fortuna, es handelt vom Glück. Bist du eigentlich selber ein glücklicher Mensch oder hast du Glück gehabt oder ist das womöglich dasselbe? Ja, die Standardantwort darauf ist, dass man sagt, nach Glück oder Unglück beurteile ich meine Existenz nicht. Außerdem gibt es noch eine dritte Antwort dazu, Glück, Unglück, dass man, ob ein Leben glücklich war, erst nach dem Tode sagen kann. Und nach dem Tode kann man nichts mehr sagen. Das wollte ich fragen, kann man wirklich nichts mehr sagen nach dem Tod? Wer weiß das schon? Ich nehme an, wie der Kollege Theologe vorhin ausgeführt hat, nein, da ist es eben zu Ende. Und das Leben vor dem Tode muss man halt so verbringen, dass man auch tatsächlich da war. Nicht? Ich erinnere mich, als John Lennon erschossen wurde, hat ein amerikanischer Dichter einen Song gesungen, A Little Bit of Awareness. Das heißt, der Bursche hätte aus dem Haus rausgehen können, John Lennon. Aber wenn er ein bisschen aufgepasst hätte, wenn er ein bisschen da gewesen wäre, wäre ihm die Gefahr rechtzeitig zu Bewusstsein gekommen. Aber einfach so bei der Tür rausgehen, das ist schlecht, nicht? Ja, aber der Chapman kam auf ihn zu. Da kam auf ihn direkt zu. Er wollte ein Autogramm haben.
haben. Also, was mache ich jetzt? Komme ich mit dem Panzerwagen raus aus der Haustür? Na, am gescheitesten ist, man bleibt drin. Das ist die alte, Joko, da wollen Sie aber auch mal mehr. Das ist die alte pascalsche Geschichte, ne? Dass das Unheil daherkommt, dass die Menschen nicht in der Lage sind, in ihrem Zimmer sitzen zu bleiben. Nicht? Sitzt du gerne in deinem Zimmer tendenziell eher? Ja, ich finde Zimmer, Turm, Gemeindewohnung, das finde ich Zufluchtsorte. Und ich kann auch den Trump verstehen, dass er für seine Großmächtigkeit einen Trump Tower braucht. Unter einem Tower macht es der narzisstisch Gestörte nicht. Aber es ist im Grunde genommen dasselbe. Es ist ein Zufluchtsort. Und auch eine Gemeindewohnung, das zahlt ja jetzt die Es ist eine gemeine Art zu wohnen und es ist keine Gemeindewohnung, weil die Gemeindewohnung eben darauf beruht, dass es ein kollektives Eigentum ist. Und Leute wie Trump wollen kein kollektives, sondern ein Privateigentum. Na klar. Sie sind die großen Herolde des Privateigentums. Dagegen ist die Ideologie des Wiener Gemeindebaus relativ ohnmächtig, aber nicht ganz hilflos. Na, wie war? Sag, du hast wirklich im Bademantel an der Udo-Jürgens-Demo teilgenommen? Nein, das ist eine Erfindung. Ach so. Bei Aristoteles heißt es, es geht um das Wahrscheinliche, nicht um das Wirkliche. Und wahrscheinlich ist es, dass ich daran teilgenommen Warum hätte. Warum denn? Du hast gesagt, Udo Jürgens, ein Idol, er hat sich mit dem Bademantel zu einer philosophischen Autorität entwickelt. Das ist ganz merkwürdig. So ist er selten gesehen worden. Warum? Weil er plötzlich zuständig war, wie manche Schauspieler, für alle Lebensfragen der Erde. Plötzlich hat man diesen Schlagersänger, der so eine wunderbare Mischung zwischen Schlager und Chanson gefunden hat, nach allen Lebensfragen gefragt. Und das ist, glaube ich, nicht einmal so sehr ironisch. Nicht? Die Leute haben ein Orientierungsbedürfnis. Und wenn Sie jemanden haben im weißen Bademantel, der ja auch Unschuld ausstrahlt und nicht nur den Schweiß nach der Arbeit bedeckt, dann freuen Sie sich zu Recht darüber. Faszinierende Aspekte. Udo Jürgens, ein großer Philosoph. Haben Sie eine starke persönliche Affinität? Oh ja, ich habe den wahnsinnig. Ich wurde ja natürlich verspottet von meinen Freunden. Als ja, also das haben wir verblödet. Wieder etwas Na, gemeint. Ah, den liebe ich, ja. Den, ich hab, ja, wirklich, ja. Also ich muss sagen, ich bin anfällig für den erratischen Moment von Prominenz. Ich habe Udo Jürgens mal zufällig gesehen in einem Klagenfurter, sagen wir mal, Spezialitätenrestaurant, einem Italiener. Und das war ein erhebender Augenblick. Plötzlich kommt er mir wirklich entgegen. Nicht? Und ich habe so getan, als ob ich ihn nicht bemerkte, damit ich ihn nicht störe durch meine Aufmerksamkeit. Wenn ich jetzt sage, du bist der Snob, das hätte ich mir nicht gedacht. Ich bin schon ein Snob. Ach doch. Wer ist keiner? Ne? Die Demokratisierung des Snobismus zeichnet ja, sagen wir mal, unsere Kulturwelt aus. Früher waren Snobs Leute von oben. Heute ist jeder ein Snob, der sich an unserem Geschäft beteiligt. Na, traurig, nicht irgendwie. Nein, das ist lustig. Ja, alles wird demokratisiert, nicht sogar das Snobismus. Der demokratisierte Luxus hat den Luxus zerstört. Na, ich sehe es ein. Ja. Das kann man nicht leugnen. Sag einmal, die Philosophie scheint ja durch dich und durch den Liesmann speziell wieder plötzlich sogar mehrheitsfähig geworden zu sein in einer gewissen Weise. Ist das eine Reaktion auf eine schwerer werdende Zeit? Normalerweise verblöden die Leute doch eher und beginnen unangenehme Parteien zu wählen. Was ist denn da? Ja, der Erfolg der Philosophie ist nicht unmittelbar ein Beweis dafür, dass die Leute weniger blöd werden, weil ja Philosophen selber auch blöd genug sind. Wirklich? Das hat man, Hannah Arendt zum Beispiel hat das gesagt, dass sie niemanden als dümmer erlebt hat als die Intellektuellen in der Vorkriegszeit. Um wirklich dumm zu sein, um echt dumm zu sein, muss man sehr gebildet sein. Und da ist schon immer eine gewisse Art von Dialektik drin. Also in der Philosophie steckt nicht nur der Verstand, sondern auch das Gegenteil.
Der Liesmann ist mit Sicherheit ein guter und ein wichtiger Philosoph. Ich selber bin ein Literat mit philosophischen Interessen. Ja, gibt Schlimmeres. So, bevor wir zwei weitere großartige Gäste holen, habe ich noch eine mich persönlich freuende und bewegende Materie. Du bist von von Karl May unmittelbar zu Dostojewski geschwenkt. Ich bin von Karl May sofort zu Krieg und Frieden gekommen. Ja, interessante. Wollen wir dem Karl May hier jetzt einmal unsere Zuneigung und die Ehre erklären und unsere Zuneigung bekunden? Also die Ehre will ich schon erklären, aber mit dem Zusatz, dass das insofern ein genialer Autor ist, weil er so schreibt, dass er Kinder zu fantasievoller Eigentätigkeit bewegen kann. Der Erwachsene, der Karl May liest, wird das Öde seiner Schriften relativ schnell durchschaut haben. Aha. Aber der kindliche Idealismus, nicht? Und das kindliche Interesse für das Fremde, das hat er wunderbar in die Jugend einer gewissen Generation injizieren können. Schaut, dass er vorbei ist. Sind Sie auch ein bisschen geprägt worden durch ihn? Natürlich. Ich erinnere mich auch die Filme mit dem Götz George und Veneto. Und in Jugoslawien wurden die alle gedreht. Und so, Schuhe. Na klar, wer nicht? Ja, natürlich. Na ja, dann holen wir die Nächsten herein. Würde mich doch freuen, nicht? Meine Damen und Herren, Ernie Mangold ist ein selbsterklärendes Phänomen. Mit ihren 90 Jahren ist sie in unverminderter Hochaktivität eine der großen Schauspielerinnen des Landes, zugleich eine Instanz an witziger Aufsässigkeit, die artikuliert sie in der Neuauflage ihrer Autobiografie. Der österreichische Autor Radek Knapp erzählt im Roman Der Mann, der Luft zum Frühstück aß, von einem 12-Jährigen, der, so wie auch sein Autor, von Polen nach Wien emigrieren muss, von der Schule geschmissen und von der Mutter auf die Straße gesetzt wird und trotzdem sein Leben lebt. Ein Doppelporträt zu Beginn. Alles Gute zum 90. Geburtstag. Ernie Mangold ist ein Phänomen. 1946 hat ihre Karriere am Theater in der Josefstadt begonnen. Heute, 71 Jahre später, steht sie dort im Stück Harold and Maude noch immer auf der Bühne. Aber auch ihre Film- und Fernsehkarriere ist beachtlich. In über 60 Filmen hat sie mitgewirkt. Zuletzt im vielfach ausgezeichneten Kinofilm Der letzte Tanz. Ihr Geheimnis verrät sie gerne. Von nichts kommt nichts. Wer sich gehen lässt, ist selber schuld. Sie hält sich lieber geistig und körperlich fit. Das Fitnessstudio ist ihre regelmäßige Anlaufstelle. Und wenn es der volle Terminkalender nicht anders erlaubt, dann müssen die eigenen vier Wände in ihrer Wahlheimat dem geliebten Waldviertel herhalten. Wie wichtig Heimat ist, weiß auch Radek Knapp. Er selbst ist im Alter von 12 Jahren von Polen nach Wien gekommen. Das Fremdsein kennt er also. Aber kaum jemand schafft es, mit so viel Humor und Wärme darüber zu schreiben wie er. Das beweist er aktuell mit zwei Neuerscheinungen. Zum einen mit dem Roman Der Mann, der Luft zum Frühstück aß, und zum anderen mit seiner Gebrauchsanweisung für Polen, in der er seinen ursprünglichen Landsleuten ordentlich auf den Zahn fühlt. Aber keineswegs im Negativen, denn Polen ist alles. Traditionsbewusst und im rasenden Wandel. Schwer katholisch und feierlustig. Urban und ländlich. Und vor allem eins, viel europäischer, als mancher denken würde. Wunderbar, dass ihr da seid. Hallo Ernie. Servus, Radek. Was trinkt denn ihr? Möchtest du einen Rotwein? Ja. Chianti oder Zweigelt? Chianti. Schon Zweigelt ist zwar auch gut. Nein. Jetzt bin ich unsicher. Dann nimm den Zweigelt. Dann nehme ich den Zweigelt. Damit wird Diversifikation. Rivella. Weil es so schrecklich schmeckt. Ach so. Er trinkt eine Chianti und dann werde ich. Dann gebe ich da jetzt den Zweigelt, genau. Irgendwas das ist ja genau. Schweizerisches. Danke. Darf ich dir das so hinüberreichen? Ganz stillos, nämlich stillos. Und du bist dann. Stoßen wir an, wir zwei? Gott, ja. Das sieht ja schrecklich aus. Und dann bin ich gleich besoffen. Auf dein Wohl. Das ist nicht so wie die Amerikaner. Tu mir das nicht. Achso, ja, du hast recht. Ja, aber da schüttet man jetzt, das ist so leicht an. Ich hab so unsichere Hände. Das Klassische ist, wenn wir saufen. Das ist das Klischee. Gut. Sag Ernie, meine Liebe, schmeckt er?
Sehr gut. Sag einmal, was ich dich fragen wollte, hast du vielleicht eine Erklärung dafür, für diese unfassbaren Energien der 90-Jährigen? Da ist die Lotte Dobisch, der Hugo Bortisch, jetzt du. Der Hugo Bortisch arbeitet noch, die Lotte Dobisch hat eher die Baden bei Wien, die muss da also herumsammeln. Die braucht nicht so viel Kraft beim Sammeln braucht man auch. Naja, also bei mir ist es so, dass ich halt noch arbeite und dass ich mich damit verbrauche. Das heißt, und werde ich jetzt Theaterspielen aufhören, weil es mir jetzt so am Hammer geht und weil ich die Nase voll habe. Ja, aber die anderen haben von dir nicht die Nase voll, das ist doch das Problem, nicht? Naja, dann kann man nichts machen. Okay. Na, weil, wenn ich mir nämlich sowas so einen lethargischen 40-jährigen Bobo vergegenwärtige und dagegen du, wo du quasi eine geradezu aggressive Energetik hast, also Kompliment. Naja, diese Energie, die ich noch habe, ist ja auch, das ist ja, dass ich noch am Leben bin. Also wahrscheinlich brauche ich das auch, um zu merken, dass ich noch da bin. Wenn ich die nicht mehr habe, glaube ich, bin ich morgen tot. Ah, verdrängt man vielleicht durch diese... Nein, ich bin ja kein Verdrängen. Nein, das tue ich doch verdrängt gar nichts. Ich habe in meinem Leben gar nichts verdrängt. Das finde ich schrecklich. Na ja, klar. Vielleicht sind es auch die üblen Zeiten, die diese Generation war wahrlich erlebt hat. Nein, es ist ja, ich bin ja wieder in eine üble Zeit hineingekommen. Ich habe nie gedacht, dass ich das Ganze noch einmal erlebe. Und wenn ich jemandem sage, dass ich das Ganze noch einmal erlebe, dann schauen sie mich an, viereckig, und sagen, ja, wieso meinst du denn, dass das kann doch gar nicht so sein? Ich sage, doch, es ist so schlimm. Ist so schlimm? Es ist so schlimm. Radek, ist es so schlimm? Ja, also wenn die Frau Mangold das sagt, dann muss es wohl stimmen, ja. Sag, ja, apropos schlimm, ne? Du schreibst, also dieses Buch ist ja wohl autobiografisch in gewisser Weise, kann man ja nicht ganz, oder, du bist selber von deiner Mutter nach Wien geholt worden, du bist hier auch in gewisser Weise von ihr verstoßen worden, geschieht da nicht, musst du nicht eine unglaubliche Aggression in dir gestaut haben, eine geradezu adridenhafte Abneigung? Also erstens ist die Autobiografie, meine Autobiografie, das meiste, wovon ich verstehe. Deswegen schreibe ich darüber. Mhm. Zweitens, stimmt's, ich könnte jetzt mit einer Kalaschnikow rumlaufen oder mit einer, was wollte ich sagen, Schreibmaschine. Und ich habe mich für die Schreibmaschine entschieden. Und traurige Geschichten zu schreiben oder sie wieder zu kauen, ist leichter, finde ich. Die heiteren Geschichten sind schwieriger und so das eigene Leben als etwas Heiteres zu sehen. Und mich hat immer das Schwierigere gereizt. Deswegen bin ich auf der heiteren Seite geblieben. Ah, ich verstehe. Naja, aber sag, wie dein Ich-Erzähler, überlegst du manchmal, was geworden wäre, wenn du in Polen geblieben wärst? Wärst du ein bedeutender Autor dort auch geworden? Waren es hier die Umstände, die dich gehoben haben? Also ich weiß nicht, ob ich ein bedeutender Autor irgendwo geworden bin, aber ich glaube, ich würde immer noch dort Bücher lesen und schreiben weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall würden wir dieses Gespräch auf Polnisch führen, das ist sicher. Und das würden wir nicht, weil ich nicht in der Lage wäre, ungeachtet meiner vielen jüdischen, polnischen Vorfahren, auch nur ein Wort in dieser Sprache zu sagen. Ja, du hast ja keine Ahnung, was in einem steckt, wenn es wirklich sein muss, was man dafür Möglichkeiten und Fähigkeiten entwickelt. Na, sogar Polnisch steckt. Na, aber sicher. Ich habe Deutsch gelernt, das ist eine schwere Sprache. Das soll ich sagen. Aber schön. Jani, die Zeit ist wirklich so schlimm. Wir wollen doch dort anschließen. Ja, mein Gott, empfindet ihr das nicht? Ich meine, wenn wir nicht aufpassen, sind wir im Mittelalter. Ich meine, es ist überall wird vom Brexit die Rede, überall haben wir die Trumps im Ohr, überall haben wir Ungarn, wir haben Polen, wir sind umgeben von Rechtspopulisten. Ich sage jetzt mal was ganz Blödes. Als der Hitler kam, haben alle gesagt, nee, das kann nicht lang dauern, das ist so schlimm, das gibt es ja gar nicht. Beim Trump sagt man das auch schon. Naja, das kann nicht so lange. Das wird so lange dauern. Und ich schwöre euch, es kann die Weltwirtschaft, die mir zwar wurscht sein kann, weil die Wirtschaft sich in einer Weise entwickelt hat, die mir auch nicht sehr angenehm ist und die ich auch schrecklich finde und auch die viele Menschen brotlos gemacht hat,
dieser Wahnsinn noch mehr. Es gibt eine einzige Möglichkeit, wo ich denke, dass es vielleicht möglich ist, dass Europa sich besinnt, Europa zu sein, dass Europa an sich denkt, dass Europa anfängt, sich zusammenzuschließen und an sich zu glauben. Aber ich glaube halt, weiß es nicht. Mhm. Seid ihr auch so skeptisch? Ist die Zeit so irrsinnig scheißlich geworden? Naja, also auffällig ist erstens mal, dass sehr ähnliche Bewegungen in sehr unterschiedlichen Gesellschaften und in sehr unterschiedlichen Ländern entstehen. Das hatten wir wirklich schon einmal. Ah, ja. Also eine gewisse Vereinheitlichung politischer Gedanken in verschiedensten Umständen. Das andere ist natürlich eine methodische Frage, nicht? Wie kann man die Zeiten miteinander vergleichen? Also vergleichen kann man auf jeden Fall, das schadet nicht. Aber vom Ausgang einer bestimmten gewesenen Zeit auf den Ausgang schließen, den diese Zeit bei allen Ähnlichen mit der gewesenen Zeit hat, das, glaube ich, kann man nicht. Das heißt, wir verharren in einer Ungewissheit, bei der es sein könnte, dass sich tatsächlich etwas von der alten Katastrophe wiederholt. Es könnte aber auch sein, dass nicht. Also im Grunde haben wir zwar Anzeichen, aber keine Gewissheit. Mhm. Und die Gefahr ist natürlich größer, als sie jemals war. Ne? Ja, das Schlimme ist halt, wenn man aus dieser Zeit kommt, in der ich halt 12 Jahre alt war, als der Hitler kam, spüre ich halt in meinen Knochen diese Sache. Und ich geniere mich auch nicht, diesen Schrecken zu verbreiten. Du hast das natürlich philosophischer und gescheiter formuliert. Aber schrecke ich mich nicht zurück. Das also auch vor, ich habe eine Präsentation vor jungen 15-Jährigen gehabt, die von mir, also Fachhochschule, Technische Fachhochschule in Wieselburg, war sehr interessant. Die haben mir sehr zugehört, ich habe vom Krieg gesprochen, sehr gut. Ich kam mit jungen Leuten sehr gut, weil ich mir unterrichtet habe auch sofort einen Draht dahin gehabt. Und dann hat doch einer mich so was Doofes gefragt, so einen, der mich interviewt hat. Ja, Frau Mangold, was sagen Sie dazu? Ich meine, damals, wie ist es mit den Nazis so entstanden? Das ist doch alles verhältnismäßig so schnell und irgendwie und irgendwann. Und das kam mir dann so schrecklich oberflächlich vor. Da sage ich, reden Sie nicht weiter, wir haben es eh schon vor der Tür. Also irgendwo finde ich schon, dass man diesen Schock verbreiten kann. Also ich meine, ich mit 90, weißt du. Na klar, Randek, interessante Partie. Ja, sag bitte. Ich bin leider, also vielleicht noch nicht 90, aber ich komme aus Polen und wir haben ja Kaczynski, das ist ja auch so eine Art Mini-Trump. Einen weniger haben wir jetzt. Naja, gut, aber der eine reicht ja noch, der ist ja noch, der macht jetzt für zwei sozusagen. Es ist jetzt so, dass Kaczynski ist, wir wissen ja alle, wie er ist und so, wie er tickt. Und dennoch denke ich, dass er nicht die Grippe ist, sondern er ist der Schnupfen. Also es ist das wahre Übel oder das Problem ist nicht er. Er ist einfach, Leute wie ihn gab es immer, so wie Trump auch, aber gerade jetzt werden sie gewählt. Und da müssen wir uns überlegen, warum gerade jetzt und nicht vor 10 oder 20 Jahren. Und ja, weißt du, die Sprache, das Furchtbare ist ja, dass diese Sprache so wunderbar ankommt, weil sie ja ziemlich holprig ist, ziemlich klein, ziemlich kurz, ziemlich prägnant. Das geht nicht und so wird es gemacht und das ist in meinem Kopf. Es ist ja alles sehr verständlich und sehr klar, aber sehr eins zu eins. Und das ist, davor fürchte ich mich so, vor dieser Sprache. Die macht mich krank und die ist es aber, weil darauf fallen die Leute rein. Ich denke an Frankreich, wir reden alle von der Marine Le Pen und jetzt gibt es den Macron und der ist super europäisch und der hat unheimlichen Zulauf. In Deutschland hat jetzt der Schulz, der wird jetzt gegen die Merkel antreten und der ist ein super Europäer und sofort ist die SPD gestiegen. Also ich sehe jetzt nicht, dass jetzt alle Nazis werden wollen. Also so schnell geht es nicht. Und Europa ist noch nicht verloren. Das ist ja nicht wahr. Es kann sehr schnell gehen. Es kann, muss aber nicht. Nein, es ist schon richtig. Es ist alles im Tauwetter. Aber der Witz ist der, dass wenn
Schau, die Intelligenz, also um es nochmal diese blöde Hitlerzeit daherzuzahlen, hat damals völlig versagt. Die Intelligenz hat sich ausgeschwiegen, war tot, nichts vorhanden. Da haben immer gesagt, na, das ist ja nichts, na, das ist ja noch was. Haben sich zurückgezogen. Jetzt zieht sich die Intelligenz ja nicht zurück, Gott sei Dank. Es gibt welche, die doch aufstehen. Besonders in Amerika weiß man es, dass also sehr, sehr viele ungeheuerweise ja mehr Freiheitsbewusstsein haben als wir. Also dieses Freiheitsbewusstsein haben wir ja eigentlich noch immer nicht. Das heißt also, die sind schon eher so, dass sie sagen, das lassen wir uns nicht gefallen. Das war so geheißen, es kommt da niemand herein von den Moslems, das wird also alles zugemacht, das geht nicht. Also das finde ich toll. Das, bei uns ist es so, dass ich halt immer die Angst habe, dass sie immer wieder noch zurück wollen. Zurück wollen zu dem, was einmal war. Und dass es immer noch Leute gibt, die sagen, es war ja besser und es war besser und es wird wieder besser werden, wenn die Leute rankommen, die wir verstehen. Ja, ich wollte dich was fragen. Ein bemerkenswerter Satz. Du sagst, es ist heute schwieriger, ein politischer Flüchtling zu sein, als in den 70er oder 80er Jahren. Heute Als Pole, der hierher kommt, bist du als Autodieb sozusagen bereits festgelegt. Was hat sich denn da ereignet? Also jetzt nicht mehr so wie früher, aber vor 10, 15 Jahren, wenn man sagte, man kommt aus Polen, dann haben alle schon geschaut, wo ist mein Autoschlüssel und sind zum Fenster gelaufen, ob mein Auto schon nicht in Warschau steht und so. Das hat sich inzwischen sehr verändert. Inzwischen sind eigentlich die Polen schon die Touristen, die heute Skifahren. Also es ist, und in diesen schwierigen Zeiten, ist der polnische Autodieb, kommt es mir schon langsam vor wie so ein romantisches Konzept, verglichen mit den Terroristen und allen, die wir jetzt haben. Ich habe seinetwegen sogar meinen Führerschein zurückgelegt. Nicht? Ja, wirklich? Ja. Das habe ich gar nicht gewusst. Aber erst nachdem wir dein Auto geklaut haben. Genau. Das war zu spät. Hast du eigentlich, als ihr, in welchem Alter bist du hier? Mit 12, nicht? Ja, mit 12, ja, genau. Hast du damals sowas gespürt wie eine Feindseligkeit? Nein, überhaupt nicht. Man hat mich auf Händen getragen. Ich war in der Märzstraße, das war eine ganz einfache Schule. Unser Direktor hat eine Sendung gehabt, die hat geheißen, wer bastelt mit? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das? Wird der geheißen? Katscher? Ich hab's vergessen. Wer hat die geheißen? Kannst du dich nicht erinnern, wer bastelt mit? Das habe ich als Kind, habe ich das im Kinderfernsehen lassen. Ein strenger Herr übers Basteln. Ja, genau. Ja. Der hat sofort eine Kuckucksuhr rausgezogen. Fertiger immer, das war der Clou. Aber ich war der einzige Pole weit und breit. Ich war ein mysteriöses Wesen aus dem... Etwas Besonderes. Ja, das ist auch eine Beute für den Kapitalismus, oder? Auch als Beweis, dass unser System... Ja, schon, aber damals war der Kapitalismus gar nicht so stark. Ich war in einem einfach Exot, der war ein Exot. Damals hatten wir sublimierten Klassenkampf, Sozialkampf. Ich bin eigentlich immer damals gut behandelt worden, kann ich nicht. Also von dieser österreichischen Ausländerfeindlichkeit habe ich da nichts gespürt. Toll war's. Folgen Sie uns bitte noch freundlicherweise in die Welt der Literatur. Mein Lachen gehört mir. Regisseur Andreas Dresen, der die Geschichte von Tim Thaler verfilmte, hat das Buch von James Grüss schon als Kind verschlungen. Ich hatte als Kind eine kleine Taschenbuchausgabe. Die war irgendwann total zerfleddert, weil ich sie immer und immer wieder gelesen habe. Auch heimlich, nachts unter der Bettdecke, erzählt der 53-Jährige. Dass da jemand sein Lachen verkauft, das war gruselig. Bereits als 9-Jähriger habe er sich gedacht, dass das ein toller Film wäre. Wurde es auch. Unbedingt mit den Kindern oder Enkelkindern ansehen. Ich vergebe Ihnen, Pater. Papst Franziskus hat ein Vorwort zum Buch eines Missbrauchsopfers geschrieben. In dem Text bittet der Papst um Vergebung für die Sünden von Kirchenleuten und verspricht, mit Härte gegen Missbrauchstäter vorzugehen. Das Buch, zu dem Franziskus seinen Text beisteuerte, stammt von dem Schweizer Daniel Pitté. Beginnend mit einem Alter von 8 Jahren, war Pitté 4 Jahre lang von einem Priester sexuell missbraucht worden. Der Schweizer und der Papst sind einander vor 2 Jahren im Vatikan begegnet. Sein Buch erschien auf Italienisch im Vatikan Verlag LEV und trägt den Titel »Ich vergebe Ihnen, Pater«. Damit sind wir schon wieder fast am Ende unserer Sendung eingetroffen. Ich schulde Ihnen nur noch meinen persönlichen Literaturtipp abseits des Neuerscheinungsgetöses.
Heinrich Böll, Dr. Murkes gesammeltes Schweigen. Der heute schandbar marginalisierte Literaturnobelpreisträger hat sich mit großem Ernst am moralischen Elend der Wiederaufbaugeneration abgearbeitet. In diesem Band finden Sie seine wahrhaft grandiosen Satiren. Zu Böll auch meine Quizfrage. Böll beherbergte im Februar 1974 einen großen, gleichfalls mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Schriftsteller, der vom sowjetischen Regime ausgebürgert worden war. Kennen Sie seinen Namen? Unter den richtigen Einsendern verlosen wir einen signierten Druck des Porträts, das Oskar Stocker von einem österreichischen Boxer angefertigt hat. Das war's. Kommen Sie wieder. Bleiben Sie Leser. Danke euch. Super war's. Nicht so viel, das ist ja eigentlich. Das ist ja über den Alltag.